Hallo, ich heiße Christina und heute will ich ein Foto beschreiben. Auf diesem Foto sehe ich mich Japanisch studieren. Ich bin in meinem Zimmer. Es ist sehr groß und sehr licht. Ich bin in der Mitte auf meinem Stuhl sitzen. In der unteren Ecke rechts sehe ich einen Post-it-Stoß und neben rechts ist ein Rotkuli. In der Mitte ist auch ein Computermaus und zwei Textmarker. Im Vordergrund sehe ich einen Computer, eine Lampe und viele Zeichnen, das ich gemacht habe. Ich bin zu Hause geblieben und Japanisch studieren. Man kann deutlich erkennen, dass ich müde bin, weil ich meinen Arm auf den Tisch gelegt. Man sieht sofort, dass ich Musik höre. Ich glaube, dass es Sommer ist, weil ich ein T-Shirt trage. Ich will jetzt sprechen ein bisschen über mich. Meine Muttersprache sind Katalanisch und Spanisch und ich spreche fließend Englisch. Aber ich kann auch ein bisschen Deutsch und Japanisch sprechen. Ohayou gozaimasu. Watashi wa chotto Nihongo hanashiteimasu. Demo watashi no Nihongo wa totemo arii desu. Sumimasen. Ich habe drei Tipps für dich, wenn du Filmsprache lernen möchtest. Du solltest am besten viele YouTube-Videos gesehen, weil du der Muttersprachlerin gehören kannst. Musik ist auch eine gute Idee zu Sprache gehören. Wenn ich du wäre, würde ich viele neue Sängerinnen herausfinden. Am letzten, du konntest vielleicht Netflix-Series gesehen auf die Sprache, aber immer mit den Untertiteln auf die Filmsprache. Ich hoffe, dass du dieses Video machst. Tschüss!